Hallo, ihr Lieben, wir machen halt eine Verpackung, die aussieht wie ein Knallbonbon. Ne? Die kennen wir ja meistens von Silvester. Jeder zieht an einer Seite und es macht einmal laut Peng. Nur, dass es bei uns nicht knallt. So, wir brauchen ein Stückchen Papier. Ihr könnt entweder Farbkarton nehmen oder Designerpapier oder ihr bestempelt euch den Farbkarton, je nachdem. So, also, das Stückchen Papier ist 25,4 mal 16,5, schreibe ich euch aber unten in die Infobox rein. Und ich werde dieses wunderschöne Designerpapier benutzen. Alles, was ich verwende und die Maße findet ihr unten in der Infobox. Und das müssen wir uns jetzt erstmal falzen. Und das legen wir uns jetzt an der kurzen Seite an. Und zwar bei 2,5. Ich mache das mal gerade rechts und dann drehe ich es, weil ich hier rechts gerade besser zu Rande komme. So, 2,5. Dann 5,1. 7,6. 10,2, 12,7 und oh Moment, 12,7 und 15,2. So, da haben wir wenigstens schon mal die kurze Seite. Hier hinten die kleine Lasche, das ist dann die Klebelasche. So, jetzt drehen wir einmal das Ganze auf die lange Seite. Und jetzt falzen wir beide Seiten. Also einmal die eine Seite bei 3,8. Ja, Moment. So, 3,8. Dann 5,1 und 6,4. So. Und jetzt, wie gesagt, die andere Seite nochmal genau dasselbe Spiel. Einmal umdrehen. 3,8. Moment. So. 3,8. 5,1. Und 6,4. So. Da haben wir das Falzen auch schon fertig. So sieht das jetzt aus. Wenn ich es ein bisschen schräg halte, könnt ihr das besser sehen. Genau. Und jetzt einfach einmal alles durchfalzen. Und jetzt nehmen wir uns unser Envelope Punch Board. Und hier unten ist die Klebelasche. Das lasse ich auch gleich mal so liegen. Und ihr legt jetzt euer Papier. Ihr habt ja hier diese drei Falzlinien. Und ihr nehmt jetzt diese mittlere Falzlinie und legt die einfach, das ist das Einfachste, hier mittig drinne an. Ne? Also mehr müsst ihr gar nicht beachten. So, also dieses Schniepelchen ist wahrscheinlich so ein Stückchen drüber über die erste Falz. Aber schaut einfach, dass ihr diese mittlere Falzlinie mittig hier reinbekommt. So, und dann einfach drücken. So, das macht ihr auf beiden Seiten. Ne? Hier drüben auch. Einmal gucken, einmal mittig. Oh, ich sehe sie gar nicht. Guck, guck, da ist sie. So, einmal mittig und drücken. Jetzt schlagen wir einmal um. Ne? Die eine Falz umklappen. Dann legen wir das wieder hier an. Wieder mittig. Müsst ihr nicht viel beachten. So, und drücken. Ah, das wird ein bisschen schwieriger, weil es zwei Lagen sind, aber es geht auch. So, andere Seite genau dasselbe Spiel. Wieder gucken, dass es schön mittig ist. So. Und drücken. Na komm. Ah, einmal aufstehen. Hoppala. So. Das nenne ich mal Frühsport. So, und das macht ihr jetzt mit jeder Falz, ne? Ihr klappt jetzt wieder die nächste Falz um und stanzt auch hier wieder. So, die Klebelasche nicht vergessen, ne? Also auch von dieser Seite in den Knick nochmal reinstanzen, aber von der anderen Seite braucht ihr nicht machen, wie hier unten. So, so sieht das gute Stück jetzt aus. Ich hoffe, Moment, ich stelle das rein. So sieht das jetzt aus und es biegt sich ja schon in die Form, wie wir es gern hätten. Aber wir gehen jetzt hier nochmal an die Seite. Ihr nehmt euch jetzt die innere Falz, klappt das nach innen. So, dann die mittlere Falz, klappt ihr nach außen. Da habt ihr schon die Dinger, die euch hier so nach oben stehen. Und dann nochmal nach innen. So, okay. Dann macht ihr mit beiden Seiten. Und jetzt können wir es eigentlich auch schon zusammenkleben. Ne? Diese kleine Klebelasche. Da könnt ihr jetzt entweder, wie ich, Flüssigkleber anbringen oder doppelseitiges Klebeband. So, ihr könnt jetzt einfach mal die Seiten so ein bisschen nach innen drücken. Und ihr seht schon, es biegt sich von ganz alleine, wenn ihr vorher die Seiten nochmal gefalzt habt. So, jetzt können wir auch schon Bänder drum machen. Jedenfalls auf der einen Seite, ne, wenn ihr es befüllen möchtet, dann schließt die eine Seite erstmal zu
Und dann könnt ihr die andere Seite befüllen. Ich nehme jetzt hier so ein Glitzer-Baumwollgarn und mache jetzt hier ein Schleifchen rein. Ja, mal ein Stückchen abschneiden. So. Mache jetzt hier einfach zu. Könnt ihr so festmachen, wie ihr möchtet. So, mach mal ordentlich. So. Dann ein Schleifchen. Und jetzt, bevor ich das dann natürlich befülle, brauche ich noch Verschlüsse. Das könnt ihr jetzt handhaben, wie ihr das lieber mögt. Ihr könnt natürlich entweder das Maß von dieser Öffnung hier nehmen, zeichnet euch das einfach nochmal auf das Designerpapier auf und schneidet das aus. Und dann könnt ihr das passgenau dort reinsetzen, ne, in die Öffnung. Oder ich nehme jetzt ganz einfach mir eine Stanze. Und zwar einfach ein Kreis, das ist wurscht, Hauptsache es fällt nichts raus. Und stanze mir jetzt hier mal zwei raus, damit ich das dann ordentlich verschließen kann. Jetzt mache ich noch die andere Seite zu. So. Auch hier wieder ein Stückchen Band. Oh, das ist ein bisschen kurz bemessen. Naja. So, Schleifchen. Und jetzt kann ich mir die beiden einfach reinkleben, wenn ihr das natürlich genauso groß geschnitten habt, wie die Öffnung ist. Dann könnt ihr es einfach nur reinsetzen, das hält auch ganz gut. Aber ich klebe mir das jetzt hier rein. So, und schon habe ich die große Öffnung verdeckt und mir fällt nichts mehr raus. Ihr Lieben, wir haben fertig. Ich finde die so schön und ihr könnt es natürlich je nach Größe anpassen. Ich finde die wirklich, wirklich toll und hier passt wirklich eine ganze Menge rein. Also wenn man doch mal ein bisschen mehr verschenken möchte an Schoki oder irgendwas anderem, dann ist das eigentlich richtig gut dafür. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich finde die wirklich traumhaft schön. Und das Designerpapier dazu passt richtig, richtig gut. Und wie gesagt, wer den Fehler findet, als erstes wohlgemerkt, der kriegt was Schönes von mir. Ihr Lieben, wie immer wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!